Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, hier in FC Bayernland, hier in München. Und wir sind hier auch wieder im Achtel-Rückrundenfinale. Und Bayern konnte in Juventus nur ein 2:2 rausholen, obwohl sie in der ersten Hälfte, kurz vor Ende, noch mit Thomas Müller das 0:1 gemacht haben. Aber dann... Ja, was soll man sagen? Dann kam einfach mal Paulo Dybala und dachte sich, das kann ich auch. Also Tore schießen. Ja, was soll man sagen? Ich denke, es wird auf jeden Fall ein knappes, enges, spannendes Spiel, was sich lohnt, im Fernsehen anzuschauen. Mandzukic hier. Die ein oder anderen Bayern-Fans werden ihn noch kennen. Robert Lewandowski, schön, das macht sie schön, schönes Passspiel. Robben. Stark gespielt und Lewandowski, 1:0. Traumhafte Kombination. Robben, Lewandowski, dann nimmst du erstmal einen Schluck Wasser auf den 1:0 Rückstand. Was sagst du zum der Stehung des Todes? Ja, es ist war ein Glückstreffer, ne? Das kann man immer sagen. Wir werden ja sehen, was Juventus hier jetzt zeigt. Ich glaube, mit einer 1:0-Führung sollte Bayern vielleicht ein bisschen defensiver spielen. Eher frech und so. Was ist denn jetzt hier los, Alter? Ich glaube, irgendwie meine Einstellungen sind irgendwie ganz komisch. Ich habe immer voll den scharfen Pass, Alter. Oh, es war, glaube ich, abseits. Ja, es wird gepfiffen. Jetzt schon mal die erste Karte. Ja, Mann, du Glatzen. Was willst du sagen? Darf das. Aber das macht der Thomas doch sonst eigentlich gar nicht. Ja, kann ja mal vorkommen. Geht es 1:0. Geht einfach. Glücksfaul. Glücksfaul, genau. Pogba! Ah, der war nicht so stark. Kenne ich auf jeden Fall besser von ihm. Oh ja, Lewandowski zeigt wieder, dass er läuft. Aber er macht es ja dann nicht. Oh, jetzt Thiago. 2:0. Nein, Buffon ist hier. Ha, wie Buffon da nochmal hingegangen ist, Alter, Mann. Kimmich, vorne bei der Ecke. Riskant, riskant. Cuadrado. Hat auch geile Haare. Und Kimmich schon wieder. Schon wieder an dem Ball. Kein Abseits. Sicher kein Abseits. Flanke missglückt. Ecke. Wieder von ausgeführt. Und die kommt wieder auf Kimmich. Und der kommt jetzt zum Kopfball. Der wird gar nicht mal ungefährlich. Wo muss ich strecken? Was war das? Oh, Robben will mit rechts flanken. Oh, Mandzukic, der will sich doch... Das war doch jetzt eben gerade ein Witz, Alter. Dass sich Lahm gegen Mandzukic im Zweikampf durchsetzen konnte, Alter. Wie wollen sie denn da bitte schön verarschen, Alter? Ich. Ja. Ah, fuck, es war abseits. Und rum mit rechts. Wie jetzt? Es war weit. Rum mit rechts. Weit zu früh. Das kann nicht sein, ey. Normaler gegen Darmstadt oder so verschießt er auch
Oder was weiß ich, die DFB-Pokal hat er auch das leere Tor auch nicht getroffen. Und jetzt hilft er einfach so einen Ball. Ja, jetzt muss ich Juventus was einfallen lassen. Hast du schon eine Taktik gefunden? Ja, nicht wirklich. So, hier sehr defensiv. Ruhig spielen jetzt. Zu schnell gespielt von Ribéry. Jetzt Alaba gegen die Ballerflanke. Neuer hat. Boah. Neuer wollte es schon wieder wissen, ne? Ja, das habe ich mit Absicht gemacht. Da suchen sie sich die Lücken aus. Da machen sie sich Lücken. Ah, ja, jetzt Bernard gewinnt das Kopfballduell. Stark gemacht vom Linksverteidiger. Ist doch jetzt nicht wahr, oder? Lewandowski, Passali macht's wieder gut. Ah, Robert Lewandowski ist nicht der Typ, der wo vielleicht in die Mitte zieht. Der bleibt einfach in der Mitte. Von Anfang an. Thiago, was ein Pass. Kein Foul. Nee, du. Hier sehen wir nochmal das Zuckertor mit rechts. Arjen Robben ins Glück. Ins lange Eck. Und jetzt Alexandro. Nein, ich verschätze mich. Und jetzt Kimmich. Der neue. Stark. Oh, man schickt. Jetzt die körperlich durch. Im groben Zweikampf, Alter, wird man ausgewechselt hier. Meine Fresse nochmal, Alter. Das geht doch gar nicht, Alter. Nice. Geht auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Ja, ich muss mal gucken, also. Ach, Mensch, das Kind. Und ich kann schon wieder nicht richtig auswechseln. Mann, das wollte ich doch nicht. Ja, lassen wir es mal so. Na toll, jetzt ist Ribéry auf der linken Verteidigerposition. Auch nicht so geil. Ja, dann musst du also mal gucken, dass du es bald in den Griff kriegst, ne? Ja. Go. Ja, ich versuche. 7 Sekunden. 5 Sekunden. 3 ja, Sekunden. Hab ich geschafft. 1 Sekunde. Wurde nicht übernommen. Oh lol. Boom. Oh, Neuer macht's jetzt mal schön hier. Bayern sind jetzt mehr auf Ballbesitz ausgestellt. Fehlpass! Oh, das war meines Erachtens eigentlich kein Foul. Aber so eine 50-50-Chance, ob es gewertet wird oder nicht. Gibt aber keine gelbe Karte. Und jetzt gut 30, 35 Meter. All Pogba. Alter, das kann nicht sein, Junge. Neuer fliegt. Wie der deutsche Adler. Und mit der linken Hand.
Neuer wird anscheinend mehr gefordert. Und jetzt vielleicht ein Konter? Ne. Ne, so nicht. Kimmich. Ein 1-2 für Juventus und die sind hier wieder im Spiel, würde ich sagen. Aber naja, sind sie noch weit entfernt. Alle auch schon wieder die Beine im Angriff sehen. Thomas Müller kriegt die Flanke. Alonso! Gut, ein Meter vorbei. Trotzdem ein schöner Schuss. Was? Wieso spielt er den denn da hin, Alter? Junge? Wollte ich auch nicht hin. Ja, FIFA versucht immer die geilsten Pässe ins Abseits und so. Ihr wisst es bestimmt alle, wenn ihr FIFA spielt. Oh mein Gott, nein, da kommt er nicht mehr ran. Da kann er so viel laufen, wie er will, der Argentinier. Sind wir neuer im hellblauen Trikot beim Abstoß. Was ist denn das für eine Scheißannahme gewesen? Eben gerade. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich hab den fucking Ball, Alter. Und dann kommt hier so ein... Hey, nichts gegen Alaba. Sonst glaube ich, spiele ich hier wieder offensiv. Oh, die Barriga jetzt mit der Nummer 7. Hallo, die Baller? Weiß nicht. Wir sind nicht im Spiel, vielleicht eine Auswechslung wäre ja vielleicht wert. Aber bin ich der Trainer und jetzt. Robert Lewandowski. Oh mein Gott. Dann haben wir ihn direkt ein bisschen abgehoben. Oh ja, da kommt die Baller wieder nicht ran. Ein bisschen ein bitterer Abend für Paulo die Baller. Und generell der gesamten Jubelmannschaft. Es ist einfach scheiß FIFA, Alter. Aber wieso, dass ich führe oder so generell hier jetzt die Pässe? Dass generell nichts funktioniert. Guck dir das an, Alter. Du, ey, es ist... Alter, und ich nehme dir tausendmal den Ball ab, Alter. Und trotzdem kriegst du den. Oh. Alles mit rechten Dingen, alles mit rechten Dingen. Ach komm, ich habe einen Ball gespielt, das hat man glatt gesehen, Alter. Guck dir das an, ich habe glatt den Ball gespielt. Ah, jetzt hast du es weggemacht, Alter. Nee. Du hast weggemacht. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe auch nichts gedrückt. Ja. FIFA wollte seine eigenen Fehler nicht eingestehen. Bitte. Er hat's geahnt, aber habe eigentlich schon gedrückt, aber ich mache ihn rechts mittig. Ah, Thomas Müller guckt hier einfach Buffon aus. So, jetzt kann man Bayern das locker runterspielen. Man kann ja kaum glauben, dass Juve hier noch 3 Tore schießt, somit weiter ist. Nicht so betont, da hab hey, da ist, glaube ich, Kimmich dazwischen, oder? Nee, noch nicht, dann war es ein schlechter Schuss. Das. Oh mein Gott, was für Reflexe von Katze Neuer. Ja, jetzt aber das Ding, Alter. Da soll doch mal einer sagen, dass ich es nicht drauf habe, Alter. Guck dir das Ding an hier. Zack, zack. Und dann.
Bäm, Alter. Ja. Es ist aber auch schwierig, halt. Es ist einfach schwierig, bei Manuel Neuer halt ein Tor reinzubekommen. Ja, hast gerade gesehen hier. Die Baller überrascht und dann kommt er zum Schuss. Aber was Neuer für Reflexe hat. Es war jetzt Mascherano, der das Tor gemacht hat. Ja, alles klar. Er heißt Marquisio. Mascherano spielt in der Innenverteidigung von Barcelona. Ja, das habe ich doch gesagt, dass Mascherano das Ding gemacht hat. Der ist schnell aus Spanien hergekommen und hat noch schnell mitgespielt. Nein! Lol, da ist der Keeper schon wieder. Und hiermit ist es aus. Applaus für die Niederlage von Juventus vom Bayern-Fan. Uhu. Neuer kann auf jeden Fall hier happy sein. Ja, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Ist halt wieder mal scheiße gewesen. Aber ob sie dann wirklich zu Hause am Mittwoch das Ding so präzise reißen, ich glaube mal kaum. Dafür haben sie sich einfach zu viele Schnitzer auch in Juventus dort einfach einfahren lassen. Gucken wir mal, wie es am Mittwoch ausgeht. Das war das letzte Champions League Spiel für die Achtelfinale. Wir sehen uns dann im Halbfinale wieder. Bis dann, liebe Zuckerfreunde, und haut rein. Tschüssi.